Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Trophy Guide des Expansion Pack 6. Das ist das nächste in der Reihe und ja, wir fangen hier direkt an mit der ersten Trophäe, das tiefe Ende. Und dazu müssen wir einen großen Wächter besiegen, die sich meistens in Wassertempeln in der oberen Kuppe befinden. Und um da ranzukommen, da wir ja Abbau-Lähmung haben, wenn wir hier von einem, wie gerade gesehen, von einem Wächter erwischt werden, nutzen wir einen Eimer Milch, um den Effekt kurz loszuwerden und freizubauen, und dann können wir dort den Wächter bekämpfen. Es kann teilweise auch sein, dass er rauskommt. Auf jeden Fall müsst ihr nur diesen Wächter bekämpfen und nach ein paar Schlägen ist er dann noch tot. So stark ist er nämlich nicht. Und dann seht ihr hier die Trophäe, haben wir da bekommen. Nächste Trophäe ist tolle Aussicht hier oben. Dazu müssen wir von einer Schalkerkiste 50 Blöcke in die Luft schweben. Das ist nicht sehr einfach, weil eine Kiste reicht nicht aus, um 50 Blöcke in die Luft zu schweben. Man braucht eine Folge aus drei Kisten und das haben wir uns hier zusammen gebastelt, indem wir sozusagen Blöcke, wo die Schalkerkisten drauf saßen, abgebaut haben und geschaut haben, dass sie sich vernünftig platzieren und dann sozusagen auch über den Weg freigemacht, dass man da halt hochschweben kann. Und dann muss man halt nur schauen, dass man jetzt von den Angriffen getroffen wird und immer weiter schwebt, es nicht unterbrochen wird, man darf auch nicht einmal kurz fallen und dann auf eine Kugel rauf und wieder zu schweben. Das muss durchgehend passieren und deswegen versuche ich auch, wie hier zu sehen, immer so ein bisschen dagegen zu steuern. Da sehen wir jetzt die zweite Schalkerkiste, da versuche ich dann hinzukommen, um direkt über der zu sein, da sie dann nur noch senkrecht nach oben schießen muss. Und sobald wir hier an genug Höhe gewonnen haben, versuche ich rüber zur dritten Schalkerkiste zu schweben, die ganz oben am Turm sitzt und auch gleich platziert ist, also an der Wand seitlich, sodass wenn wir über ihr schweben, nur noch über ihr bleiben müssen, um automatisch hochkommen. Und ja, das war eine der Trophäen, die mit am schwersten ist aus diesem Expansion Pack, beziehungsweise sie ist am schwersten, aber eine andere dauert noch länger, beziehungsweise ist halt glückbasiert, aber wir haben einen Trick, womit es doch recht schnell ging dann. Aber das sehen wir dann, sobald es soweit ist. Und ja, hier sind wir schon, die 50 Blöcke haben wir sie erreicht. Jetzt versuche ich schon alles abzuwehren. Und man kann auf jeden Fall durchaus noch höher schweben. Aber zwei Schalkerkisten, 50 Blöcke, das ist nur mit einem gewissen Abstand zwischen den beiden Kisten möglich. Deswegen sicherheitshalber drei nutzen. Und ja, wie gesagt, bei uns könnt ihr Trophäen auch immer machen. Die Schalkerkisten stehen noch da so. Also falls ihr Bock habt, könnt ihr auch bei uns raufkommen. So, dann die nächste Trophäe, Lakenwechsel. Dazu müssen wir einfach ein Bett färben. Dazu nehme ich mir hier einmal Lapis Lazuli, um das Bett zu färben, was ich schon unten im Inventar habe. Gehe dann an die Werkbank in das Färben-Tool, um dann das Bett auszuwählen und die blaue Farbe, sprich Lapis Lazuli, und färbe das Bett blau, bekomme die Trophäe und platziere es noch einmal, damit man es sieht. Das Bett ist jetzt nämlich blau. So, nächste Trophäe sind gleich zwei, und zwar Unwohlsein und von der Schippe gesprungen. Die gehen miteinander einher. Nämlich einmal einen Magier töten, den findet man hier, wie gezeigt, in dieser Villa, allerdings nur im oberen Stockwerk. Es kann durchaus vorkommen, dass einer unten auftaucht, aber normalerweise sind sie nur oben anzutreffen. Deswegen gehen wir nach oben, töten dort dann gleich um die Ecke einen Magier und nur diese Magier droppen das Totem der Unsterblichkeit, welches wir für die andere Trophäe brauchen. Und deswegen gehen sie sozusagen miteinander einher. Deswegen zeigen wir sie in einem, beziehungsweise ich zeige sie euch in einem. Macht ja auch Sinn. So, da läuft der Magier nämlich weg, wir hinterher. Dann gleich nochmal zwei Schläge und der ist tot. Und dabei droppt er halt sein Totem, was wir dann für die nächste Trophäe brauchen. Was wir dann jetzt hier sehen. Und zwar, ja, einmal kurz Kleidung ausgezogen. Ein Schuss mit dem Pfeil. Ganz wichtig, das Totem müsst ihr sozusagen in der Hand halten, damit es funktioniert, und dann seht ihr einmal kurz vier Effekte, man bekommt ein paar Effekte und dann nächste Trophäe. So, läuft gar nicht so schlecht für mich. Dazu müssen wir eine Lama-Karawane aus 5 Lamas starten. Ja, wie hier gesehen, ich bewege mich in einem Bergbiom, habe dort 2 Lamas auf dem Berg gefunden, spule hier einmal vor, das ist sozusagen durchlaufend, habe dann hier nochmal 2 Lamas gefunden auf dem Berg, sprich ich bin bei 4 Lamas. Das Problem ist jetzt, wir haben kein weiteres gefunden, deswegen sind wir sozusagen in unsere Base gegangen, weil dort nämlich ein fahrender Händler war,
der seine Lamas sozusagen zurückgelassen hat. Ihr könnt auch die Lamas vom fahrenden Händler bekommen, indem ihr letztendlich den fahrenden Händler tötet, die Angriffe von dem Lama sozusagen unterbrecht, indem ihr weglauft. Und dann sind die Lama wieder frei und ihr könnt sie mit der Leine sozusagen auch anleihen und warten, bis ihr genug habt. So geht das dann mit den 5. So, nächste Trophäe, alles läuft glatt. Dies ist mit Abstand die auf Glück basierteste Trophäe, die es hier in dem Expansion Pack gibt. Und zwar müsst ihr Frostläufer, beziehungsweise Frostwandler heißt es, glaube ich, irgendwie so heißt es, müsst ihr auf, auf die Schuhe bekommen. Und dazu verzaubert man normalerweise. Aber das hat bei uns in 1000 Versuchen nicht einmal geklappt. Deswegen hier der Trick. Wir gehen in ein Dorf, suchen einen Bibliothekar, machen ihn arbeitslos, indem wir ihm sein Lesepult abbauen. Beziehungsweise könnt ihr auch, da haben wir den Frostläufer bekommen und auch gekauft direkt. Und ihr könnt nämlich dann sozusagen arbeitslose Villager durch ein Lesepult zu Arbeitern machen, zu Bibliothekaren. Bibliothekare bieten Bücher an und das könnt ihr sozusagen die ganze Zeit wieder refreshen, indem ihr diesen Lesepult abbaut und wieder hinsetzt. Und wenn dieser Lesepult einmal diese grünen Partikel aufleuchten lässt, dann heißt es, ein Dorfbewohner hat diesen Beruf angenommen und ihr müsst ihn nur noch suchen. Und so klappt das dann ganz einfach mit diesem Frostläufer-Ding, weil ihr könnt immer wieder den Lesepult abbauen, neu platzieren. So lange, bis der Frostläufer eins im Angebot hat. Und ich sage euch, das dauert nicht allzu lange und geht tausendmal schneller als mit Verzaubern, was einfach reines Glück ist. Und ja, hier laufen wir gerade über den Ozean. Da bekommen wir dann nämlich die Trophäe langsam. Denn wir müssen über einen Ozean oder über eine Tiefsee laufen. Und hier vorne ist eine Tiefsee. Da müsst ihr auch darauf achten, dass ihr sozusagen eine Tiefsee habt, über die ihr lauft. Und das war's dann auch mit der Trophäe. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wie gesagt, ihr könnt bei uns vorbeikommen, wir helfen euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.